Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist wieder Monkey King P. Wieder in Web Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Und weiter geht's direkt nach dieser echt knappen Runde eigentlich. Kampfzentrale? Okay, Gott sei Dank los. Okay. Fertigkeiten wollte ich nämlich gehen, weil ich habe 20 Punkte an sich jetzt für alle. So, gucken wir mal, was wir uns kaufen können. Wir haben den Hammer hier. Hochsitzbonus. Steigert von den vom Mario zugefügten Schaden, während man sich in erhöhter Position befindet. Verzeihung. not bad. Waffenschaden steigern, habe ich zu wenig Punkte. Rasereischaden könnte ich hochleveln. Von einem Super-Effekt befallene Helden werden wenn Mario mit einem Teamsprung... Also okay, das heilt er halt den Teamsprung. Das ist dann nice. Sprungradius. Was ist das? Gibt Mario mehr Münzen bei einem erfolgreichen goldenen Treffer. Okay, cool. Gold. Ist halt die Frage, hebe ich mir die 20 Punkte auf oder level ich jetzt mal... Okay, das kann ich eh nicht, weil es 30 ist. Okay, aber ich werde, glaube ich, den Schaden steigern für Mario, wenn er auf Hochsitz ist, also wenn er erhöht ist. Dann beim Peach, was werde ich bei Peach machen? Erhöht den Wirkungsradius von Heilen. Erhöht die Fähigkeit von Schild. Verkürzt die Cool... Oh, 100 Punkte, bist du wahnsinnig, okay. Das könnte ich machen. Ja voll, ich glaube ich werde... Oder das? Nein, ich hole mir das. Weil dann kann ich nämlich endlich auch diese Suchminen machen bei ihr. Mr. Luigi, my man. So, lala. Schwächt gegnerische Waffen in der Nähe von Rabbit Luigi. Das wäre nicht so uncool. Das kann ich... Oh, das könnte ich mal... Hochsitzbonus. Okay, das kann er auch. Okay, das kriegt anscheinend jeder. Ermöglicht es Rabbit Luigi... durch Luigi einen Gegner durch Raserei Kraftpunkte abzuziehen oder gegnerische Waffenschwäche. Ich glaube, ich werde das mit diesen Raserei-Dings machen, weil ich verwende das uroft. Oh, ist so süß. Ich liebe diesen kleinen Hasen. Oh, Mr. Luigi himself. Okay, ermöglicht es Luigi einen Teamsprung mit zwei aufeinanderfolgenden Helden auszuführen. Not bad. Das haben wir schon. Bewegungsradius erhöht sich. Okay, da könnte ich kaufen. Dieses Bonusangriff ist ein Reaktionsschuss auf Weiterdistanz. Okay, da werde ich, glaube ich, den Leichtfuß machen, ja? Weil er muss erst. Luigi, so wie ich jetzt mitbekommen habe, ist ein Scharfschütze. Das heißt, er muss sich schnell bewegen. So, Waffenauswahl. Okay, ich brauche jetzt Mrs. Genau, Luigi nämlich. Also Mrs. Peach. Okay, da habe ich da nicht mal die Pixel-Dinger? Gibt es da keine Pixel-Dinger? Nein, da gibt es keine Pixel-Dinger. Okay, interessant. Ich glaube, im Schlachtfeld ist der Wurm drin. Dann ist dieser Wächter genau auch das Richtige, um deine Gegner mit bohrenden Fragen zu durchlöchern. Ha, genau 10 zu wenig für das. Oh, er ist Stoßschaden. Weißt du was? Ich gönne mir mal einmal solche Sichen und wir rüsten das gleich aus. Ah, hoppla. Ich wollte eh noch. Okay, nein, prima wieder wechseln. Ich glaube persönlich, dass es eh momentan die stärkste Waffe, sogar die Pixelwaffe ist. Ja, ich glaube wirklich. Boah! Okay, weißt du was, Mr. Luigi? Du kriegst auch eine neue Waffe. Ich gebe ein bisschen Geld aus, wisst ihr was? Ja, wir haben genug. Wir können ein bisschen was einkaufen. Ein bisschen zumindest. Vielleicht wir. Eher noch eine andere Waffe? Nein. Okay, cool, ja. Die Frage ist, ob ich es jetzt wirklich mal wagen sollte, wen rauszugeben, aber ich will die zwei Hasen nicht aus, die sind echt gut. Rabbit Luigi will ich nicht rausgeben wegen seinem ständigen Critten und Peach will ich nicht rausgeben wegen dem Heal. Gerade während eines Kampfes ist der sicher urnice. Und gerade, dass er die Gruppe heilt, ist halt super perfekt für mich. Oh, das ist, glaube ich, das Feld, was ich in der Demo gesehen habe. Ja, das ist ein Bossfeld. Well then, let's do it! 1.9, der Oberaffe. Oh, der kleine Hase. Hey, Bowser Jr., woo! Hey,
lasst ihn in Ruhe. Ich sehe doch, was hier los ist. Ihr wollt die Spezialtalente des Burschen für euch selbst haben. Nun, ich habe ihn zuerst gesehen. Er gehört mir, mitsamt seinen Talenten. Sehr toll. Ich glaube, ich nenne dich... Spawny. Müsst ihr mir helfen, diesen Schwächling in eine Lektion zu erteilen, Spawny? Ha, mein Papa wird so beeindruckt sein, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Join the dark side, Mr. Little Spawny. Ach, der ist schon cute, der Hase. Und du, Mario, du musst nach all den Kämpfen doch ziemlich erschöpft sein. Hier, nimm. Die wird dir dringend benötigte Energie zurückgeben. Bevor ich gehe, möchten Spawny und ich euch noch unseren neuen Freund vorstellen. Er ist der Oberaffe in der Gegend. Oh, Mrs. Peach. Das ist die Banane. Und da ist er schon. Rabbit Kong. Völlig Banane. Ja, Booty. Okay, besiege den Boss. Mit dem Wie? Okay. Okay. Geh mal rum. So. Okay. Wir haben hier vorne mal eine Fläche. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was das... Okay, ich möchte mal... Taktikkamera kurz. Hier ist eine Fläche. Banane. Okay, wenn ich hier raufkomme, werden Bananen hingegeben. Okay. Wie in die Schlachtkammer. So. Slide. Und. Achso, da er muss drumherum laufen, okay. Slide, läuft drumherum. So. And hammer that shit. Bam. Nice. Sehr schön, schon mal einen weg. Okay, mach die Huberside an, hätte ich gesagt. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Okay, Mrs. Peach. Mrs. Peach. Mrs. Rabbit Peach, besser gesagt. Okay, Slide. Ich muss noch kurz einsammeln, wenn ich schon dabei bin. So. Da dahinter. Bam. So. Oh, okay, schauen wir mal, wie viel macht das. Okay, das macht Stoßschaden. Ich glaube, das werde ich gleich mal machen. Get him! Wow! I'm so good, Master. Okay, Mr. Hasen Luigi. Snipe that. Okay, ich würde sagen, lauf hier hin dann. Das ist das Scheideste. Vampir. Ach, das war dieser Vampir-Ding. Das ist ja nett. Okay, Gegner sind außer Reichweite. Okay, das heißt, kann Zug beenden. Okay, werden wir jetzt jedes Mal nach hinten geschossen? Das ist ja voll doof. Okay, das heißt, ich muss schauen, dass ich nach vorne komme. Okay, verstanden. So schnell ist das möglich. Okay, Mr. Rabbit Luigi. Komm mal hier hin. So. Moin. Kann ich ihn überhaupt... Ja, ich knall ihn ab. So. Oh ja, das haltet mir das mal voll. Das ist nicht so toll. Aber ja, so, wir schnappen uns noch kurz die Münzen überall. So. Muss ich die Narren nicht holen. So, okay. Jump. Warte, wir machen das so, weil dann kann Mrs. Peach reinhüpfen. Ich glaube, die muss nämlich auf diesen Schalter hüpfen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Das bringt sich jetzt nichts. So. Oh, es geht sich aus. Jump, little rabbit. Bunk. Ah, okay, das... Shoot him. Kritisch und Honig. Aber der ist im Unterweg. Mach dein Schild an, meine Dame.
Mach auch du dein Schild dann. Oh ja, voll, der kann auch noch schießen. Shoot him! Bam! Oh mein Moment mal, ich kann doch jetzt einfach schießen, oder? Ja. Das. Nehmen wir an, nochmal, das war Phase 1 erst, oder? Ja, das war Phase 1. Eindeutige Phase 1. Das würde nämlich keinen Sinn machen, wenn das jetzt auf einmal so geht. Okay, aber das heißt, ich muss jetzt wieder nach vorne laufen. Okay. Goldmünzen einsammeln. So. Okidoki. So, Münzen, Münzen, Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Gut, wir werden das wie folgt jetzt machen. Wir werden das jetzt so von hier angehen. So, lauf mal hier hin, Mr. Mario. Du läufst hier hin und jumpst mal. Ah, okay, das geht sich nicht ganz aus. Aber wir versuchen es trotzdem. Lauf mal hin, schauen wir mal. So. Ja, das bringt sicher nichts, also wozu zum Schießen. So. Oh, es wie knapp sieht das nicht ausgeht. Ja, nein, Mann, nein. Jumperino. Ja, ich schieße jetzt nicht die ganze Zeit drauf, wenn es sich nicht auszahlt. Oh, shit. Hör doch auf. Okay, wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir werden jetzt schauen, dass wir Mario hinlaufen lassen können, also so weit es möglich wie vorne nur geht, damit er bei Peach und Luigi steht. So, so, Münzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das will ich einsammeln. Nein. Ach, nein, wir wollen den Charakter wechseln. Glauben wir mal das. So. Ja, das bringt mir nichts, oder? Wie weit komme ich denn da? Das wird sich sogar gut ausgehen. So, komm mal daher. Uha! So. Nein, wir werden da noch warten. So, und zwar wird es Luigi vorlaufen, den Schalter aktivieren. Ja. Bam! So, da. Und die Bananen sind weg, mein Freund. So, weil nämlich, jetzt kann er nämlich schießen. Mit kritisch wieder mal. Okay, dann kann er nämlich schießen und dann können wir gleich mal in die nächste Phase reinhauen. Wow, okay. Ich muss in dieser Folge, glaube ich, echt einen Crit, so einen Crit Dings reinhauen, einen Crit Counter, weil what the fuck, ein Crit nach dem anderen. Vielleicht liegt das an den Waffen oder sowas, aber da steht ja nicht dabei, dass sie Crit Damage machen, also okay, Phase 3. Okay, er macht aber auf seine Leute Damage, also das ist wenigstens nett. Nam, 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 nam. Er lacht immer. Okay, ich bin wieder. Nice. Ah, kann noch heilen. Voll, wir heilen uns mal. Das kann nie schaden. Genau deswegen habe ich mich geheilt. Okay, ja. Okay, beschleunigen werde ich das jetzt mal. Oh, er auch noch. Echt jetzt. Oh Gott, das wird anstrengend. Okay, piu piu piu. Münzen, 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 Münzen. Mütter, 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 Mütter. Mütter, Mütter. Na komm her. Gott sei Dank geht es nach Zügen und nicht nach. Wie lange es dauert. Wie lange ich brauche. So. Jetzt like that. Booyah. So. Nein. Nee, weißt du was, wir lassen das mal so. Ich möchte jetzt mal Mr. Luigi, das geht sich nicht ausnehmen, eigentlich wollte ich sagen, aber gut. Lauf doch mal hier hin. Dann 25% ist nicht viel.
Okay, machen wir es mal so. Wir werden das jetzt mal schnellstmöglich irgendwie nach vorne begeben. Das ist zumindest ein bisschen was vorangeht da mit dem Wegel. Weißt du was, voll? Wir machen das so. Pass auf. Wir machen das so. Boom. Schießen ihn an, dass er zu uns nach hinten kommt. Ja, perfekt. Dann hauen wir jetzt das Schild rein, damit wir nicht allzu viel Damage fressen. Mr. Luigi. Mr. Luigi. Schießt auf ihn. Macht einen Crit und killt ihn instant. Wow. Auch sein Schild hoch. So. Probieren wir es. 39 von 31 gebräuchtigen. Okay, das heißt wir. Nein. Wir machen noch Mario Side an. Wurscht. Also hier Helden Side. Nee, um das zu tun. Duck dich, Peach! Bam! Kritisch und Honig. Also wir holen auf. Schneiden das. So. Jetzt kommt jeder Damage wieder vom Kong, oder? Nein, noch nicht. Nein, ich will, dass Luigi das macht. Wir schützen sich doch rausgehen, oder? Jawohl. So, come on, Luigi. Boink. Und weg mit den Bananen. Bag. Shoot him. Ja. I know, brother. I know. Quack. Shoot him. So lang. Und er soll bitte hier, also sie soll bitte hier hinjumpen. So. Okay. Ah, lieber den Schuss. Ja. Der Blick, wenn er sich den Hintern kratzt. Schleunigen wir das Ganze. Oh, weh, weh. Na komm. Letzte Phase. So. This is Peach, shoot him! Damn! War wieder ein Crit-Treffer, habt ihr es gesehen? Stop! Natürlich fasst sie es an. Bye, Rabbit Kong. Live wohl, Rabbit Kong. Echt? Echt? Wo kam er jetzt? Oh, das ist nicht fair. Wollte auch mitlachen. Go, Luigi! Die Peitschenspitze, welche die Bestie erzähmt, ist das Antlitz von Aphrodite höchst selbst. Ladies and Gentlemen, es ist ganz klar, dass wir Spawny aus dem Clan von Bowser Jr. befreien müssen. Bevor er für immer zerstören kann, was vom Pilzkönigreich übrig geblieben ist. Ich würde sagen, wir ziehen uns in den Pilzpalast zur Beratung zurück. Okay. Wo wir Lösungen in einer sicheren und freundlicheren Umgebung arbeiten. In anderen Worten, auf geht's. Halle. Okay, und habe ich geschafft, die goldene? 12 Züge hätte ich haben dürfen. 7 habe ich gehabt, not bad. Gold, gold. Was ist, warum habe ich jetzt plus 5 Affen-Dings? Zeitwaschmaschine. Du kannst jetzt den Rabbit individual transportieren, um in der Zeit zurückzulassen, bereits abgeschlossene Kapitel noch einmal zu spielen. Verbessere deine Leistung. Cool. Teamaufstieg. Die Kraftpunkte der Helden haben sich erhöht. Oh yeah. Neue Waffen auf Lager. Oh yeah. Uralte Gärtenprüfung. Erkunde uralte Gärten von Anfang an und finde alle 10 Rabbit-Herausforderungen. Schieße alle Prüfungen ab, um mehr Powerpunkte zu erhalten.
Mit dieser Situationsaktion kannst du schwere Objekte. Oh, jetzt kann er endlich schieben und bewegen und solche jetzt die Kisten bewegen. Das ist das Wichtige daran. Weil das konnte er vorher nicht. Mr. Mario, Mr. Jumpman himself konnte das nicht. Habt ihr das gesehen? Ich kann jetzt bestimmte Blöcke bewegen. Ich wusste, dass ich stärker bin, als ich aussehe. Na dann. Okay, die. Ja, alle, die er bewegen jetzt kann. Mit dieser Fähigkeit bin ich in der Lage, völlig neue Gebiete innerhalb des Pilzkönigreichs zu erreichen. Ja, anscheinend werden wir jetzt dann zweite Dingens bald sehen. Aber da unten ist auch noch was, glaube ich, habe ich jetzt gerade gesehen. Oder in die uralten Gärten zurückzukehren und dort zuvor unzugängliche Gebiete erkunden. Die Rabbits haben die Kanone so verbessert, dass man sich nun aussuchen kann, wohin man geschossen werden will. Meine Quellen zufolge wurde Bowser Jr. zuletzt dabei beobachtet, wie er sich in Richtung Sorbet-Wüste aufgemacht hat. Folgen wir ihm und holen uns Spawny zurück. Okay. Coolio. Aber ich glaube, ich werde jetzt den Schnitt setzen, weil ich glaube, das ist perfekt zum Aufhören. Aber wir laufen noch wie Naruto. Okay. Nein, dann mache ich jetzt den Schnitt, Leute. Dann haben wir ungefähr einen 20 Minuten Part oder sowas. Ja, das passt schon. Also ich hoffe, es hat euch allen gefallen und wir sehen uns alle im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya!